Auto und Rallycross auf dem Mediasport Channel wird präsentiert von Sadev Gearboxes bei Peters Autosport, Emming Motorentechnik, Motorsport Behringer Rally Raid und Autocross, Airpower Autosportartikel, JVDC Metallbewerking und dem Autohaus Hennersdorf aus Kupschütz, jetzt auch mit Peugeot. Ja, servus und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von Mediasport. Die Racing Expo in Leeuwarden stand auf unserem Programm. Erik und ich sind auf unserer großen Tour durch Deutschland, auch bis nach Nordholland gefahren und haben, glaube ich, sehr interessante News mitgebracht, sehr interessante Bilder. Hier sehen wir das schon, für jeden etwas dabei bei dieser hochinteressanten Ausstellung. Und wir werden im zweiten Teil dieses Magazins auch nochmal eine ganz interessante Alternativserie zur Europameisterschaft vorstellen. Ich wünsche viel Spaß und wir beginnen mit dem Verrücktesten in Europa. Der war nämlich auch da. Endlich mal wieder eine Motorsportausstellung, endlich mal wieder eine Eventhalle hier in Leeuwarden. Wie geht's dir? Ja, gut. Viel Arbeit gehabt, wie jeden Winter. Viel malocht, viel gemacht, viel getan und ja, Autos früh fertig geworden, dank Franz und ja, das ganze Team, gute Arbeit gemacht und ja, ich hatte wenig Zeit diesen Winter, aber ja, bin froh, dass wir hier sind und ein bisschen Spektakel machen können, ein bisschen Show machen können. Es macht riesen Spaß, wir haben Februar und wir haben alles fertig, Bus ist eingeräumt, also wegen mir kann es morgen losgehen. Also wenn ich mir dein Auto so angucke, dann muss ich sagen, es sieht eigentlich aus wie immer, es sieht aus wie im letzten Jahr, außer schwarze Felgen habe ich entdeckt, aber ganz ohne Quatsch. Gibt es was Neues, gibt es eine kleine Evo-Stufe? Nee, also wir haben eigentlich, wir sind dabei noch, oder Emming ist dabei noch einen neuen Motor zu machen, aber der wird, denke ich, erst Mitte von der Saison fertig. Dabei haben wir zwei gute Motoren und brauchen uns nicht verstärken mit den Motoren. Ich denke auch, dass das wohl, ja, vielleicht reicht es nicht ganz für die NK, weiß ich nicht, aber wir fangen erstmal an und das zu probieren, wie es läuft und dann schauen wir mal, was noch geht. Also ich möchte das nochmal unterstreichen, also Bernd Stubbe in diesem Jahr nicht in der Autocross-Europameisterschaft, aber es gibt genug anderes für dich zu tun, ne? Ja, wie gesagt, wir fahren die NK das ganze Jahr, sind wir eingeschrieben und da habe ich auch richtig Bock drauf, weil ja, wir fahren halt mit vielen Freunden dahin und das macht halt riesen Spaß. Mein Traum war immer, Valle Ras zu fahren. Diesen Traum erfülle ich mir dieses Jahr, da will ich unbedingt hin. Ja, Porrici und dann Ortrand, DM-Lauf wollen wir gerne hin, ist immer schön. Ja, mal gucken, ob hier und da noch was ist, aber wir haben jetzt schon mehr Rennen geplant wie die letzten Jahre, also von daher, weniger fahren wir nicht. Also das vielleicht aber nochmal zur Klarstellung, du hast nicht die Lust am Autocross-Sport verloren, sondern du möchtest jetzt einfach mal was anderes machen und möchtest vielleicht auch ein kleines Zeichen setzen, oder? Ja, wie gesagt, das was jetzt kommt mit der EM, geht für mich einen Schritt zu weit, also ganz ehrlich gesagt, für normale Verbraucher, die das verdienen müssen oder die wie wir einen kleinen Betrieb haben, ist das fast nicht zu stemmen ohne Sponsoren. Ich meine, wir haben gute Sponsoren, auch jahrelange Sponsoren, das ist auch wohl schön. Aber ich möchte den Trend nicht mitgehen, weil ich halte das nicht zu professionell und ja, es ist für uns immer noch Hobby und wir verdienen unser Geld, damit wir da hinkommen und ja. Ich finde auch schade, dass die Reifen halt vorgeschrieben werden. Das ist halt das Interessante. Der macht die Reifen, der macht die Reifen. Der hat das Konzept, aber das wird in den Mitte Jahre irgendwann weniger werden und das finde ich wohl schade. Alles klar. Ich denke, wir sehen uns hier und da im nächsten Jahr. Es gibt genug zu tun. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Und naja, ein Titel fehlt ja auch noch in der Sammlung. Ne? Holländischer Meister warst du noch nicht. Ja, aber da gehen wir nicht von aus. Also nicht, dass du siehst, wer da alle am Start steht. V8-Motoren, Chevy-Motoren und ja, ist halt lange geraden und wir schauen mal, wir fangen erstmal an und dann gucken, was kommt. So, Kevin Peters, das ein oder andere Jahr haben wir uns ja schon auf diversen Messen in Europa gesehen. Heute sind wir in Leeuwarden und du hast ein neues Auto mitgebracht, diesmal ein Chassis von einem großen Chassis-Hersteller. Was ist passiert? Ja, wir haben eine andere Entscheidung getroffen für nächstes Jahr, auch für die Homologationen her, vom Hauptbügel her, umändern und die neuen Rennautos. Da habe ich gesagt, okay, dann kommen wir gehen zum Hersteller.
um die ganzen Abnahmen, alles, dass das schon alles gemacht ist. Und dann, weil auch mittlerweile bewiesen hat, von den Autos her sehr gut funktionieren. Vom antriebstechnisch her auch aufhängungsmäßig sehr gut funktionieren. Und ich gesagt habe, okay, komm, wir gehen den Schritt, wir machen da was zusammen. Die Leute waren sehr flexibel von Phase and Speed, vom Antrieb her anbauen. Mein Vater war und Jano waren eine Woche da oben, anderthalb Wochen da oben. Haben die da oben geschlafen alles und haben dann zusammen alles mit dem ganzen Team alles konstruiert. Und ja, super, vielen Dank dafür noch. Okay, also das Auto sieht Weltklasse aus, finde ich. Kompliment, also auch darauf legst du ja zwischenzeitlich einen großen Wert. Ich glaube, du bist in Luxemburg auch angekommen in der Motorsportwelt, oder? Ich glaube, Autocross ist wieder en vogue in Luxemburg, oder? Ja, ganz klar. Autocross kommt in Luxemburg jetzt wieder viel höher, weil ein bisschen auch die Leute über mich sprechen hier und da. Ich meine, das ist auch mein Ziel gewesen, jetzt den Luxemburger Autocross wieder ein bisschen höher zu bringen, auch für die Jugend, dass die ein bisschen gefördert werden, auch noch mit den Crosscars jetzt, dass die Jungs da weiterkommen, dass die Beschäftigung haben. Ganz genau, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen, ne? Ich weiß schon. Lass uns noch ein bisschen über die Technik reden. Ich habe mal hinten so reingeschaut. Ich bin natürlich nicht der Obertechniker, wie sich herumgesprochen hat. Aber das sieht wieder nach dem typischen Kevin Peters Konzept aus. Zwei Motoren, Motorradmotoren, Dreizylinder, englische Bauart. Dabei ist es also geblieben. Ja, genau, Andreas. Dabei ist alles so geblieben. Vom Antrieb her auch gleich. Motoren alle gleich. Natürlich ein bisschen verfeinert alles. Was wir jetzt ein bisschen umgeändert haben, ist hinten vom Antriebdifferential kein 100%. Da haben wir ein ganz neues, mein Vater und Janu haben zusammen den ganzen, also im September, neues Differential entwickelt. Und dann haben wir das zusammen mit Phase and Speed realisieren können, das in den neuen Chassis einzubauen und einzuarbeiten. Mit großer Flexibilität, was Rahmen her anbauen geht, haben wir uns da geeinigt und das Projekt so zusammengebaut. Und siehst da im Hintergrund, wie es aussieht. Ja, wirklich. Also es ist euch gelungen, sage ich mal. Das Design sowieso sehr, sehr gut und jetzt schön beklebt. Viele Sponsoren, da ohne geht eine solche Saison vermutlich nicht mehr, Kevin. Nee, ohne Sponsoren ist so eine Saison gar nicht mehr möglich. Also mal von mir aus, Normalarbeiter jetzt oder so, ist das gar nicht mehr möglich, mit so einem Budget jetzt irgendwo auszukommen, eine ganze Saison zu fahren. Ich meine, vielleicht ein Rennen geht, aber die ganze Saison so solide, sage ich, irgendwo zu stabilisieren vor der Saison, dass du sagst, okay, komm, die ganze Saison können wir starten, ohne beunruhigende Info zu haben. Da muss schon ein riesiges Budget aufgebracht werden und darum muss auch die nötigen Arbeiten rundherum gemacht werden, sage ich immer, die mehr auf dem Computer halt stattfinden oder mehr Social Media, also Werbung gemacht werden muss. Das geht nicht mehr ohne heute und darum sage ich auch allen meinen Sponsoren, die auf dem Auto draufstehen, riesen, riesen Dank für diese Saison nochmal durchstarten zu können und auch das Design an Geist, der das Design entwickelt hat, dann einmal Bekleber, Lang Hegermann, der das dann nachher umrealisiert hat zum Bekleben in Luxemburg. Hat wirklich super geklappt alles und ich freue mich auf die ersten Testfahrten. Abschließende Frage, was geht? Ich glaube, es sind ja ein paar ganz starke Leute aus dem Buggy 1600 raus. Das schafft Begehrlichkeiten bei den anderen. Geht noch mal was in diesem Jahr? Sehen wir dich ganz oben? Ich will es hoffen, dass ich mal ganz oben werde. Das ist mir immer mein Ziel, Andreas. Das habe ich mir immer gesetzt. Ich meine, war zweimal ganz nah dran. Dieses Jahr war ich wieder weiter weg. Gucken, wo ich dieses Jahr mich bewege. Auf jeden Fall, ich sage, wenn ich das Auto in den Griff bekomme und da das richtige Feeling dafür bekomme, dann denke ich mir schon, dass was geht. Und die anderen sind weggefallen. Ja, ich meine, Nicodem oder Warneck oder so sind weggefallen, aber da sind noch genug andere, die auch richtig schnell sind. Und ich meine, wie Timo sau schnell ist und dann Marvin. Die ganzen anderen, die dann Thomas Christol, der ist ja auch neu dabei diese Saison, ist auch richtig schnell. Ich meine, die schlafen alle nicht. Problem ist, ich werde immer älter und die anderen sind immer noch so jung. Ja. Fritz Dösenstra, es ist Autocross-Messe, es ist Motorsportmesse und einer darf nicht fehlen. Zwievielte Mal bist du hier? Ja, immer schon, glaube ich. Also, aber jetzt richtig auf dem Stand dabei und normal kommen wir nur hier zum Gucken. Und okay, du warst beteiligt. Ich glaube, da ist jemand aus Frankreich, der kommt jetzt zu den Superbuggies. Dem hast du was richtig Gutes gebaut. Wir mussten noch testen, also von Idee alles her, hoffe ich, dass es alles funktioniert. Ist auch nicht ganz neu, wir haben das ja auch in 96, 97 schon gefahren. Und er ist schwer motiviert und dafür will man dann gerne einen Meter mehr laufen und dann auch richtig was Schönes bauen. Ja, ich habe ihn gehört, auf Mediasport konnte man ihn ja hören, ganz selbstbewusst, als wir ihn gefragt haben, Vincent Messier, was möchtest du denn am Ende des Jahres sein? Er sagt, ich will Meister werden und ich glaube, der meint es ernst.
der meint es richtig ernst. Also er ist auch jetzt im Winter voll noch dabei, um das fit zu bleiben. Und ja, das kann ich wohl sehr, das finde ich ganz gut, weißt du, das ist... Ja, dafür, wie gesagt, dann will man gerne einen Meter mehr machen. Ja, ja, ganz genau. So, dieses Konzept, extremer Mittelmotor, bärenstarker Motor, 3 Liter, 3,2? 3 Liter jetzt noch. Ja, okay, aber du sagst jetzt noch, da kommt wahrscheinlich noch eine Evo-Stufe, oder? Da kommt noch eine Evo-Stufe, aber der ist noch nicht ganz fertig. Und jetzt zuerst für uns testen, lassen wir diesen drin. Ich glaube nicht, dass der Unterschied vom Auto her nachher so viel, also so viel anders werden wird. Und deshalb fürs Test finde ich das gut genug. Fritz, du bist ja jetzt auch schon 100 Jahre beim Autocross dabei, hast die Szene maßgeblich mitbestimmt. Früher war es so, sag ich jetzt mal so, da wurde hauptsächlich Wert auf die Funktionalität, auf die Technik gelegt. Du hast immer schon schöne Autos gehabt, keine Frage, aber das ist ein Traum, auch optisch. Das ist richtig gut, das Kreis hat das gemacht von GRR Design und es sieht auch toll aus. Wir hatten auch selber nur ein Bild gesehen, wie das ungefähr werden soll, aber wo er gestern Morgen mit den Kappen alles ankam, da waren wir alle begeistert. Also da muss ich auch schon sagen. Ja, du hast ja schon alles erlebt, aber ich sehe deine Augen blitzen. Du freust dich auf Selo. Ich freue mich sowieso auf Selo. Ich freue mich auch auf, um mit Messier zu arbeiten. Und ja, ich hoffe, wir haben eine gute Saison und dann werden wir sehen, wie es endet. Mariska Verhees, so ein bisschen die Geschäftsführung von Fast & Speed. Was habt ihr für einen Winter gehabt? War es busy? War viel zu tun? Wir haben viel zu tun gehabt. Sowieso, jetzt sind all die Autos gehen ja, naar die klanten terug. Und jetzt voor die beurs hebben we veel arbeid gehad om alles hier te hebben staan. Dus ja, het was sehr, sehr druk. Freust du dich auf die Saison? Ja, zeker. Ja, we hebben... Letztes Jahr was een super jaar voor ons. Und ja, dat is immer schwer, wenn das zu evenaren. Allein, ja, wenn das alles erreicht, denken wir, dass wir eine gute Competition sein. Okay, ihr habt mit Vincent Mercier einen bärenstarken Fahrer bei den Superbuggies. Er hat selbstbewusst gesagt, ich will Meister werden. Wird er Meister? Ich denke, dass die Chance ist da. Allein, ja, wenn alles zusammenfällt, jetzt. Wir haben eine gute Position davor, ja. Ist er so eine Art Werksfahrer? Ist er ein Werksfahrer von Fast & Speed? Nou, jetzt, wir haben zusammengearbeitet und das, jetzt ist das immer gleich mit alles zusammen, mit Fritz, mit Ruhl, immer alles zusammen erklärt, dass es werkt dabei, dus wir wollen das so halten. Glaubst du, dass wenn, oder Mercier war ja schon sehr erfolgreich als Europameister bei Buggy 1600, bekommt ihr dann auch Anfragen aus Frankreich? Nimmt man das da wahr, dass er ein gutes Auto fährt? Ja, ich denke, dass es wel ist. Allein für uns ist das immer... Da ist eine große Gruppe Fahrers. Allein für uns ist das, wir haben die NKs und die Europameisterschaft. Allein die Franzen Wettstreiten, dann ist das zu viel, um alle dabei zu sein. Das ist einige, ja, was schwer ist für uns dabei. Aber ich denke, dass es gut ist. Ja, ich denke auch. Es sieht fantastisch aus hier auf dem Stand. Ihr gebt euch sehr viel Mühe. Die Optik ist fantastisch. Ich sage mal, ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche mir eine spannende Europameisterschaftssaison, oder? Ein schönes Tun. Und was sagt, dass alles schöne Wettstreite sind und dann die Beste morgen gewinnen. Timo Pehler, tja, wir sind in Leeuwarden. Das ist immer die Zeit, wo die neuen Autos, die neuen Farben präsentiert werden. Ich kann nur sagen, Glückwunsch. Das sieht richtig geil aus. Ja, ist echt geil geworden. Danke dafür auch ans Mediasport-Team. Und ja, ich freue mich wieder auf die neue Saison. Es ist ja nicht nur einfach so, dass du das Auto neu beklebt hast und ein bisschen schöner gemacht hast, weil da hinten drin, das steckt was, was du viel besser als Motorradmotor wahrscheinlich nicht kriegst. Nee, wir sind mit Uwe Kreuz, ja, wie sagt man das auf Deutsch, zusammengekommen und ja, haben bei ihm jetzt einen Motor gekauft und ja, wir hoffen, dass das klappt in der neuen Saison. Also ich habe ja in dem ein oder anderen Magazin vielleicht ein bisschen frech gesagt, mir fällt jetzt zu Timo gar nichts mehr ein, weil er hat die Geschwindigkeit, aber dann bricht hier was ab, dann bricht die Elektronik zusammen, dann ist das und das. Ist das der nächste Schritt? Jetzt kannst du zeigen, was du kannst? Ja, es war halt immer die gleiche Story, wohl schnell und schnell vorne dabei, aber es war immer die Standfestigkeit, wo es dran gefehlt hat und ja, wir hoffen, dass wir jetzt mit Uwe und die Standfestigkeit eingebaut haben. Und, aber wenn man bei Uwe zu Hause guckt und er arbeitet, das ist richtig Feintechnik und ja, wir hoffen, dass es sich lohnt. Also wenn ich mir dich so anschaue, du bist auch ein bisschen dünner geworden. Hast du ein bisschen was getan an dir? Ja, das war der Deal.
Motoren bei Uwe war auch, ja, da musste ich auch da hart dafür arbeiten. Habe ich versucht, bin immer noch dabei und ich hoffe, dass ich nochmal 10 Kilo runterkriege. Also, ja, da sind wir bei jetzt. Alles klar, dann würde ich sagen, es geht noch ein bisschen Testing vor der Saison. Wo wollt ihr hin? Ja, wir wollen nach Steinburg einfach mal das neue Motor testen und all die Feinigkeiten rausarbeiten. Und dann wollen wir nach Gleidorf, nach Autocross Masters, die Meisterschaft von Bram. Und ja, wir hoffen da auch auf viele deutsche Konkurrenten zu stößen. So, wir sind vor der Saison 2020. In der Europameisterschaft gibt es viele, viele Änderungen. Und wir möchten natürlich auch mal sagen, es gibt natürlich nicht nur die Europameisterschaft, sondern gerade so in der Mitte von Europa, in Benelux, also in Belgien, in Deutschland, in den Niederlanden, hat sich etwas ganz Neues ergeben. Und deshalb bin ich jetzt hier auch am Stand von Autocross Masters, um einfach mal zu sagen, Mensch, also man hat auch die Möglichkeit, wenn man nicht mehr da fahren will, wo man immer gefahren ist, weil einem das eine oder andere nicht passt, auch woanders zu fahren. Deshalb sage ich mal danke für die Einladung, Bram Hoekstra. Du hast mich hier nach Leeuwarden mit eingeladen. Dafür, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Was ist Autocross Masters und was machst du hier? Ja, wir machen Meisterschaft mit Autocross Masters in Deutschland, Niederland und Belgien. Ja, und hier stehe ich auch mit meinem Betrieb auf Racing Expo. Eine schöne Messe, viele, ja, viele Autosportjungs, viele von Autocross, Fast and Speed und alles stehen hier. Ja, ist schön hier zu machen mit Autocross Masters auch. Wir haben diesen Jahr wieder das vierte Jahr mit Meisterschaft eingegangen. Und wir merken schon, die schnelleren Jungs kommen fahren. Wir haben schöne Strecken. Wir fangen diesen Jahr an in Deutschland, in Gleidorf. Und ja, in Holland haben wir schöne Strecken. Und ja, geht gut. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass jetzt nicht nur Sand ist oder nur harte Bahn, sondern ihr habt einen Mix aus beiden, sodass man also mit jedem Auto, sei es jetzt nur 2WD oder 4WD, auch fahren kann. Ja, bei uns haben wir die Klasseeinteilung, dass die CCs in der Hubraum muss gleich sein. Aber sie können mit 2WD und mit 4WD fahren, mit Buggy. Oder ja, dann eine Strecke haben sie Vorteil mit 4WD und andere Strecke haben sie Vorteil mit 2WD. Aber das macht auch Spaß. Dann können sie in Gleidorf auch sehen, dass Jungs auf einer harten Strecke mit 4WD schneller sind. Aber auf Sandboden, dann sind Jungs mit 2WD schneller. Und dann, das macht eine schöne Meisterschaft. Okay, und dann vielen Dank dafür, Bram. Und dann möchte ich jetzt mal mit dem Chef vom Ganzen sprechen, ne, mit dem Vorsitzenden vom Autocross Masters. Was ist der große Vorteil? Wir haben eben im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen. Man kommt unglaublich viel zum Fahren auch bei euch. Ja, stimmt. Geht auf 2 Tage. Wir fangen an am Samstagmorgen. Jeder macht 3 Laufe. 2 am Samstag, 1 am Sonntagmorgen. In 3 Laufen gesamt kommen die Punkte gesamt und dann wird Halbfinale gewahren und Finale gewahren. Dazu kommt noch am Samstag ein Finallauf nur für Samstagrennen, nur für die Tag. Und dann Sonntagabend die Finallauf und noch ein Endlauf, wovon auf jede Klasse 3 schnellste Fahrer alles zusammenkommen in die Finallauf. Also das heißt, also ich habe es ja auch selber noch nicht gesehen. Das heißt, da fahren die Tourenwagen, da fahren die Buggys, da fährt alles über 20 Runden gegeneinander und die Tourenwagen kriegen Rundenvorsprung und es ist ein Riesenspektakel. Ja, stimmt. Die Buggy muss sowieso eine Runde mehr fahren dann die Tourenwagen. Die Flachkäfer sind dann noch dazwischen. Das ist ein Unterschied von einer Runde auf die Tourenwagen. Ja, das ist spannend bis Ende. Ich möchte, also das wird natürlich ein Spektakel, da geht es schnell zur Sache, da geht es auch um ein bisschen Geld, da geht es um große Pokale. Wie steht es um die Sicherheit? Kann ich mit einem Auto, und da komme ich vielleicht mal wieder zu dir, Bram, kann ich mit einem Auto, was FIA homologiert ist oder nach dem DMSB oder der knapp homologiert ist, kann ich Autocross Masters fahren? Ja, sowieso, ja. Wir fahren unter eigener Versicherung, aber wir fahren nach Knappreglement. Nicht alle Leute müssen ein FIA-Auto haben. Wenn sie ein FIA-Auto haben, können sie mitfahren. Wenn sie keine ATL-Tank oder so, oder wenn sie das nicht haben, das ist kein Problem. Aber Sicherheit von Rollbügel und so, das muss gut sein. Ja. Okay, also eine echte Alternative, sage ich jetzt mal, die ihr aufgebaut habt. Wo wollt ihr hin mit dieser Meisterschaft?
Ihr seid ja noch am Anfang und ich sag mal, ihr habt wahrscheinlich so ein bisschen in die Fußstapfen des alten Europokals getreten, oder? Was ist das Ziel mit der Meisterschaft? Wollt ihr noch größer werden, noch internationaler? Wollten wir noch größer werden, internationaler? Ja, aber ja, wir müssen das alle zusammen machen. Das steht bei uns ganz vorne. Zusammen machst du Autocross, das ist auch was bei uns jedes Mal angehört wird. Ja, aber wollen wir, ja, immer geht es ganz besser und immer muss besser. Jedes Jahr ist neu, jedes Jahr etwas anders, aber nochmals, wir machen das zusammen. Was mir noch aufgefallen ist, also es ist genauso wie bei Lizenzierten oder gerade in der Europameisterschaft, Bram. Ich kann vorher meinen Platz im Fahrerlagerfest buchen. Ich habe meine Parzelle, das heißt, es ist kein Chaos, wenn dort 200 Autos mit großen Bussen und LKWs kommen. Es ist alles vom Feinsten organisiert. Ja, bei Autocross Masters haben wir das finanziell so eingeteilt, dass der erste Reihe und der zweite Reihe von Fahranlager, das wird verkauft. Das Geld kommt direkt zurück bei Vereinen. Und damit verkleinern wir die Eintritt für die Vereine, sodass die Sponsoren, die bringen das Geld im Rennen zurück. So, ja, dann das ist für den Verein ist das tippitoppi und können die einfach mitarbeiten, weil anders muss Verein so viel Kosten machen, um ein Rennen einzurichten, das ist eigentlich nicht zu tun in diesem Moment, das ist so teuer und ja, deswegen verkaufen wir die Plätze und wenn sie ein- oder zweimal kommen fahren, können sie auch einen Platz kaufen auf erster oder zweiter Reihe oder dritter Reihe, ja. Okay, und zum Abschluss muss ich jetzt noch sagen, aber auch die Party kommt nicht zu kurz, denn ich glaube, den Cup am Samstagabend macht ihr nur, damit ihr im Festzelt was zu feiern habt, oder? Das ist auch das Schönste, das nicht nur die Rennen, auch in Abend, da musst auch so, ich möchte dann sagen, Bornhorst ist auch eine Strecke in Deutschland. Ja, jeder redet jetzt noch über eine Party von 12 Jahren zurück und das musst du auch zusammen machen. Dann sage ich mal, weil ich aus Gleidorf komme oder aus der Umgebung, dann wartet mal ab, wie sie in Gleidorf feiern können. Da werdet ihr euch wundern. Ich wollte noch eine sagen. Die holländischen Fahrer sind da, weil am Montag haben wir Feiertag hier im Holland. Dus wir bleiben alle am Sonntagabend da. Um Gottes Willen. Das heißt, im Sauerland geht es am Sonntagabend nochmal Party. Ja, da machen wir noch einen Abend dazu. Okay, Bram, ich verspreche jetzt mal, also ich freue mich drauf. Das wird ein Riesen-Event. Wir werden sicher zusammen ein Bier trinken. Wir werden ganz viel Spaß haben und ein sicheres, spektakuläres Rennen in Deutschland haben. Schönen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir mit Mediasport hier sein können. Ich denke, wir zeigen vielleicht nochmal den großen Kalender in diesem Jahr und dann schauen wir mal, ob wir von dem ein oder anderen Rennen vielleicht sogar auf Mediasport berichten. Vielen Dank an euch. Tja, und das war's mit dem Magazin. Mit dem Ankündigungsplakat von Gleidorf sage ich tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Andreas Flasser. Auto und Rallycross auf dem Mediasport Channel wurde Ihnen präsentiert von Sadev Gearboxes bei Peters Autosport, Emming Motorentechnik, Motorsport Behringer Rally Raid und Autocross, Airpower Autosportartikel, JVDC Metallbewerking und dem Autohaus Hennersdorf aus Kupschütz, jetzt auch mit Peugeot.